So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich trete gegen das Mikrofon. Und Jump'n'Runs und Jump World und Tagessieger. Final Fantelli World Hashtag Expert Klumpi. Ja, er bringt einfach mal von zwei verschiedenen YouTubern die Nicknames mit rein. Folge dem Weg zum Fantasy World. Auf den Schildern sind entweder Tipps und Story. Tut mir leid, falls es nicht Licht nicht lädt oder buggt. Ach so, okay. Kann das Licht nicht laden oder buggen? Warum stecke ich in Spinnenweben? Man weiß es nicht. Und kann ich mich auch hochschieten? Nein, kann ich nicht. Schade. Das heißt, wir müssen das Jump'n'Run richtig machen. Die Hashtag-Expert-Dinger sind, glaube ich, immer relativ schwer. Ich weiß nicht, warum das Ding so hochgevotet wurde, aber meistens sind die relativ schwer. Oh, okay. Da muss ich mich mehr anstrengen, als ich es getan habe. Immer noch mehr. Ich habe auch gedacht, dass ich einen stärkeren Speedboost kriegen würde und deswegen war ich ein bisschen verhalten am Start. Und da habe ich einfach mal das verpasst, wo ich hin wollte. Das wird auf jeden Fall gerade sehr, 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 sehr schwer, weil ich überhaupt nicht mit Speed gewohnt bin zu jumpen. Ja, ich kann nichts Deutsch. Und natürlich wieder das obligatorische Handy vibrieren im Hintergrund. So, bis Fantasy World ist es noch ein weiter Weg. Tipp, du musst nicht springen, bei kurzen Sprüngen nur rennen. Okay. Nein, stecke ich in den Spinnweben. Ich hasse Spinnweben. Leute, macht das doch nicht mit mir. Ja, wie? Bei Slime Jumps nicht Leertaste drücken. Ah, das ist nett von ihm, dass er es erklärt. Oh. Ich kenne aber Gott sei Dank Slime Jumps und du stehst in mir drin, Spieler. Oh. Okay, wir müssen mal eben kurz so machen. Weil der hat mich ein bisschen sehr irritiert, so. Hm, nee, so auch nicht. Und zack und Pam. Nice. Checkpoint bitte. Checkpoint. Keine Spur von Fantasy World. Frag an der Burg nach. Entweder leckt der Server gerade. Oder ich übersehe was. Ah, jetzt geht's. Okay, der Server leckt. Das ist nie gut. Das hat der Server aber letzte Zeit ein bisschen sehr häufig. Oh. Hä? Teleportiert mich der Scheiß überhaupt? Ja, jetzt funktioniert es plötzlich. Okay. Warum kriege ich da keinen Speedbuff? Okay, ich kriege keinen Speedbuff. Okay. Dann halt nicht. Dann machen wir halt ohne Speedbuff. Hep. Ich dachte mal, grün wäre Speedbuff, aber vielleicht kann man das auch ausschalten, wenn man es möchte. Ich dachte, entweder ganz an oder halt nicht. Oh, schade. Ich habe gehofft, ich kann es austricksen. Oh, diese Ecksprünge, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann außen rumgehen, aber lasst uns mal den richtigen Weg machen. Einfach, weil es ein Tagessieger ist. Wobei ich noch nicht ganz gesehen habe, warum das ein Tagessieger ist, muss ich so ehrlich sagen. Aber vielleicht kommt das noch. Ah, er versucht jetzt auch außen rum. Mist. Scheiße. Ich mach mal eben Zeitrafferchen. Ach, jetzt habe ich es geschafft und mich trotzdem zurückgesetzt. Ich Depp. Oh, diese Ecksprünge. Ich hasse es einfach. Oh. So. Und so. Und so. Und hepp. Und jetzt noch ihn hier. Und dann. Oh. Nein! Alter, ernsthaft? Diese rote Wolle, ne, die ist so ekelhaft. Wer auch immer die als Idee hatte, Respekt, du hast keine Seele. Und ich meine, es macht trotzdem noch Spaß. Ach, Gott sei Dank. Geh jetzt in Pixelstraße 7 und fahr nach dem Weg. Pixelstraße, yay! 5, Herr Bolzen. Gibt's hier Easter Eggs? Hier scheint kein Hinweis zu sein. Ja, ich weiß. Ich sollte auch zu 7.
6. Herr Gaiman Les Mills. Ist ein S zu viel. Hier ist auch nichts. Ja, ich weiß. Herr Paletten. Paletten-LP. Geh und finde den Regenbogen. Er wird dir den Weg zeigen. Okay. Oh. Da auf dem Hügel ist der Regenbogen. Es ist auf jeden Fall eine kleine Story reingebracht. Also, aber so gut wie... Oh, hier ist Glas. Ah, fies. So gut wie die von gestern finde ich sie aber noch nicht. Muss ich echt zugeben. Aber vielleicht kommt das noch. Warum auch immer die hier zum Tagessieger geworden ist, habe ich jetzt verpasst. Warum sind die Sprünge denn so ekelhaft? So, schnell hoch, er bricht zusammen. Oh nein, der Regenbogen bricht zusammen. Oh mein Gott. Was hast du denn genommen, Alter? Welcher Welt brechen denn Regenbögen zusammen? Zu spät, du musst einen anderen Weg finden. Geh auf die Wolken. Welche Wolken? Achso. Hui. Oh. Hui. Oh. Hui? Ja, endlich. Hui. Oh Mann, ey. Ich bin gerade nicht gut unterwegs. Aber es kann nur besser werden. Huiuiui. Oh, ich dachte gerade, ich hab's verkackt. So, und... Vorletzter. Und... Ich bin doof. Och, Leute. Warum muss mir das immer wieder passieren, ey? Jetzt sammle ich hier unnötig Fails. Weil ich einfach doof bin. Weil ich einfach geradeaus runterlaufe. Offenen Auges in mein Verderben. So wie immer. Hip. Und... Zack, so. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn ich das jetzt verkacke, dann hätte ich selber in die Tischkante gekackt oder so. Ein kleiner Dropper darf nicht fehlen. Ah, ich liebe Dropper. Dropper macht Spaß. Wenn er gut gemacht ist. Ich sehe schon, wo ich lang muss. Ui, oh. Ich sehe schon... Schaffe ich nicht mal mehr darauf. Das ist doof. Nein. Na komm. Ah, da habe ich zu früh nach vorne gelenkt. Jetzt war ich mir relativ sicher, dass ich vorbeikomme. Da. Ich muss eigentlich erstmal hier drauf landen, weil dann kann ich es ein bisschen mehr zielen. So, nach hinten. Und da habe ich wieder zu früh nach vorne gedrückt. Jetzt aber. Ich hatte die ganze Zeit denselben Plan, aber ich habe den nicht hingeschafft. Jetzt kommt ein noch schwererer Part. Okay. Warum fliegen hier jetzt Teile in der Luft? Vorher war das immer ein bisschen erklärt, aber jetzt fliegen einfach Teile in der Luft. Okay. Uiuiui. Ich glaube, man hätte die Leiter nehmen sollen, aber nur ist zu spät, 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 spät. Uiuiui. Checkpoint. Ah, das ist nett. Nett verteilte Checkpoints sind immer positiv. Wo war das jetzt schwerer als das davor? Also das mit der roten und grünen Wolle fand ich jetzt um einiges schwerer. Muss ich mal so loswerden. Geh auf die erste Leiter und dann nimm die zweite. Ja, ach. Hä? Wie denn sonst? Fliegen kann ich ja nicht. Oh. Nein. So. Hui. Nur noch ein Rätsel, bevor du in Fantasy World ankommst. Ach, der hat jetzt alles gemacht. Hä, warum soll ich hier rätseln? Schau dir den Boden genau an, es gibt kein Zurück. Achso. 1, 2 nach vorne, dann bis zur Wand. Dann 1, 2, 3 nach vorne. Bis zur Wand, ganz zur Wand. Okay. 2 nach vorne, 3 nach vorne. Okay. 1, 2. Bis zur Wand. 1, 2, 3. Bis zur Wand. Bis zur Wand. Easy. Locker easy. Also das war wirklich easy. Hier ist die Fantasy World, aber der Eingang ist hier zu klein. Okay. Du musst kleiner werden. Geh zu magieexpert.de. Okay. Oh. Okay. Keiner zu Hause, aber da ist eine Flasche, wo drauf steht: Wanna be small, then drink me. Naja, alles oder nichts. Also trink. Was stand da? Was steht da? Geh nun, wo du klein bist, ins Fantasy World.
Ach, das ist schlau gemacht. Das ist richtig, richtig schlau gemacht. Licht bitte angehen. Oh, was ist hier? Ein Secret, ein Schweizer Käse-Secret. Okay. Das finde ich nett. Das finde ich aber auch cool. Das ist wirklich schlau gebaut. Also einfach mal die Welt nochmal in groß daneben zu bauen, ist schon, glaube ich, auch nicht so... Oh. Nicht ganz so einfach. Wobei ich mir nicht entsinnen kann, war der Weg vorher auch aus Steinplatten? Ich weiß es nicht. Ich habe den Weg jetzt schon vergessen. Alter. Habe ich irgendwie einen Neuseer oder sowas? Nee. Fühle mich so komisch beim Springen, muss ich sagen. Oh, scheiße. Fuck. Ey, dass ich immer in der Richtung starte. Was soll denn das? So. Nochmal. Nein, ich sagte nochmal. Das ist cool, ey. Ui. Und ich springe wieder nicht. Ich fasse es nicht. Oh. Nein, 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 nein. Ui, ui, ui. Na, endlich. Da ist ein Dings. Willkommen in Fantasy World. Du hast es geschafft. Schau ruhig noch die Bewohner an. Viel Spaß. Hoffe, du hattest viel Spaß. Vielen Dank an Mitbauer HCD Tiger. Das Ziel ist weiter vorne. Z, hier könnte ihre Werbung stehen. Kauf Revis Merch. Ja, okay, gut. Ein Link mit einem etwas schwarzen Gesicht. Oder, nee, einfach nur ein Kobold. Okay. Oh, steht da was dran? Nee. Steht nichts dran, aber ist echt cool gebaut. Und da haben wir das Ziel erreicht. Die Kreativität. Es war eigentlich alles. Es passt schon, dass der Tagessieger war. Letztendlich, alles in allem, ist das schon alles super. Ein paar Sprünge waren jetzt ein bisschen ekelhaft, aber dann haben andere Sprünge das halt wieder rausgeholt. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal, weil dieses Mal der Tagessieger relativ kurz in Anführungszeichen war, machen wir den anderen Tagessieger auch noch. Pokémon heißt der. Und es geht direkt gleich los in wenigen Minuten. Jojo, wenn dann die Map mal lädt. Viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Erbaut von Pixel HD, Pokémon Map, tada! Ach, Pokémon, ich freue mich schon auf das nächste Pokémon. Ja, ich spiele immer noch Pokémon. Einfach, weil ich möchte. So, wir nehmen natürlich den schweren Weg. Einfach, weil wir können. Okay. Ein Jump Boost. Muss ich mich erstmal ein bisschen drauf einstellen. Und ich bin zu schlecht drauf eingestellt. Na komm, so schwer ist es doch auch nicht. Trotz, dass schwer dran steht, also den... Da habe ich schon schwerere Sprünge eben gerade in der anderen Map gehabt. Zack. Ach, und dann nimmt er mir den Shampoos wieder weg. Der dreckige Dreckhund. Zack. Ach, so schwer war das aber trotzdem nicht. Zack, zack, zack. Ein Jump Boost, okay. Oh. Aber warum gibt er mir da ständig Jump Boosts und nimmt mir die wieder weg? Voll gemein. Hier ist ein kleines The Dropper. Achtung, hier ist alles gefährlich. Oh, Rechtschreibung, Junge. Du bist in der Todesregion. Region groß. Viel Spaß, auch für Anfänger. Ich meine, ich bin nicht so der Grammatik-Nazi, aber so ein bisschen Grammatik gehört schon dazu, weil das sonst auch minimal den Spaß zerstört. So. Jo, es wird noch besser, sagt er. Achtung, sehr schnell, was? Viel Erfolg. Ja, so schnell, ach so. Da war ich schon mal schneller in anderen Maps. Hui. Ich bin ein Pferd. Und jetzt hänge ich und... Ich meine, das ist ja nicht schlimm, wenn man irgendwo hängen bleibt. Hä? Okay. Ein Checker, das ist nett, da einen Checker zu setzen. Ne, das versuchen wir nochmal. Ne, das versuchen wir auch nochmal. Weil sonst hängen wir da Ewigkeiten und da habe ich keine Lust drauf. So, ein Ziel irgendwie. Ich habe wahrscheinlich jetzt gerade einen Jump Boost. Oh ja, klar. Also noch höher ging ja auch nicht.
Hui. Zack. Das ist nett. Der hat echt nicht mehr Checkpoints gespart, aber viele Pokémon habe ich hier noch nicht gesehen. Ich meine, die 5 Stück, ich meine, das ist cool gebaut, das große Blaue. Ich habe überhaupt keinen Namen von, keine Idee von den Namen. Folge den Eisenblöcken. Okay. Springen, wohin? Achso, in die Lava. Scheiße. Ich habe da echt... Ich kenne die ganzen Grundviecher. Ich kenne Mew, ich kenne... Bisasam. Bisasam ist ein Grundviech. Das kenne ich nicht. Naitara vielleicht? Und das könnte das Lugia sein? Ich weiß es nicht. Ich sehe ein Portal. Aber wir springen erstmal da rein. Oh. Okay, rote Wolle, die uns einfach nicht zurücksetzt. In den Mund. Ein Checker, das ist nett. In den Mund. Oh. In den Mund. Das ist... Ach, Garados soll das sein. Oh. Jo, okay, das kenne ich doch, aber habe ich ehrlich gesagt nicht als Garados identifiziert. Wir wurden von einem Garados gegessen, das passiert auch nicht alle Tage. Welches Pokémon kann in der ersten Generation fliegen? Lurak kann, glaube ich, nicht fliegen, ne? Trotz, dass es ein Drache ist. Richtig. Pokémon-Spieler? Ja, natürlich bin ich Pokémon-Spieler. Hilfe. Was, wieso Hilfe? Frage 2. Wie heißt... Die Pokémon-Schwester, Schwester Joy. Ja, ja. Also ein bisschen kenne ich mich noch aus mit Pokémon. Ich meine, ich habe das letzte einfach nur durchgespielt und das war's dann. Ich habe da nicht wirklich lange gegrindet oder so. Weil ich auch keinerlei... Ich finde auch, die Pokémon haben abgenommen. Hey, was ist das also? Haben an Qualität abgenommen. Von der Coolheit her. Coolness? Irgendwas in der Richtung. So. Was kam in Pokémon zuerst? Das Ei oder das Pokémon? Pokémon? Leider falsch. Warum? Jetzt muss ich da nochmal durchlaufen. Das Ei? Das weiß ich echt nicht. Woher soll man das wissen? Gibt es da eine Folge oder sowas? Ich meine, warum, so wie das Huhn oder das Ei, warum soll es nicht auch das Huhn zuerst gegeben haben? Und warum kommen jetzt solche Sprünge? Will der mich verarschen? Also die Fragen, finde ich gerade... Ups, warum, was ist jetzt passiert? Die Fragen finde ich gerade ein bisschen verwirrend, also... Was kam mit Pokémon zuerst? Das Huhn oder das, das Pokémon oder das Ei? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da eine Begründung für. Oder meinen die damit, dass halt aus... Ich weiß es nicht. Also Togepi kam ja aus einem Random Ei, von dem keiner wusste, wo es herkam. Oh. Oder weiß jemand, wo es herkam? Ich weiß es gar nicht. Was ist aus Togepi geworden? Weiß man das? Ich weiß das nicht. Ich habe zu lange kein Pokémon mehr geguckt. Da bin ich ganz falsche Generation, glaube ich. Ich kenne auch die ganz alten Folgen. Die mit Misty und Rocco. Und das war's dann. Ganz nach oben. Okay. Also, die Staffel danach mit diesem anderen kleinen Kind und dem Mädel. Habe ich ein bisschen geguckt, da oben ist das Ziel, okay. Und was sollte mich jetzt davon abhalten, mich hochzuschieben? Achso, dass es keinen Weg gibt, okay. Aber dann habe ich irgendwie das Interesse auch, ich bin auch schon lange nicht mehr so der Anime-Gucker. Ich spiele ab und zu noch Videospiele mit Anime-Inhalten, so wie Naruto. Aber ich muss sagen, der Anime-Gucker bin ich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Weil... Oh, ich da einfach kein Interesse mehr dran habe. Logischerweise, sonst würde ich es ja gucken, ne? Wobei die Abridged Series von Dragon Ball, die liebe ich. Über alles. Und, oh, ich verkacke gerade richtig. Dragon Ball Z war noch so eine richtig coole Zeit. Das war meine Jugend. Mit Dragon Ball Z. Und... Oh, ey, was war das denn jetzt? Wieso bin ich da nicht hochgekommen, Jungs? Mädels. Zack, zack.
Leitersprünge, dass überall Leitersprünge sein müssen, aber ach ja. So, so. Und wir haben es geschafft. Freue mich über jede Bewertung. Gibt bald neue Maps. Geil, dass du diese Map gespielt hast. Warum war da ein Portal drauf? Ach so, leider falsch. Ach so, hier kommt man dann bei den falschen Antworten hin. Okay. Am Pokéball und das ist ein Meisterball. Oder Superball? Da der Meisterball? Ich kann die Bälle nicht so ganz auseinanderhalten. Und hier kommt irgendwie ein fleischiger Arm raus. Ja, ist eine hübsche Map. Von der Optik her sehr gut. Die Sprünge waren nur gut und die Kreativität der Sprünge war sehr gut. Doch, die Kreativität war sehr gut. Es gab einiges an Alternativen. Es gab einen Dropper, es gab sowas. Nur hier und da ein paar Minuspunkte, die habe ich jetzt mal auf die Sprünge geschoben. Zum Beispiel die Leitersprünge da hinten. Hier dieser Quatsch. Warum gibt man mir nicht gleich so einen Jump Boost, dass ich hier versuche, auf den Endblock zu springen? Ich weiß es nicht. Aber vor allem diese Leitersprünge, die waren extrem nervig. Hier dann plötzlich sowas drin. In so einer relativ simplen Map dann plötzlich sowas reinzuhauen, ist schon unfair. Nee, ist schon fies. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.